Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen zu einer neuen Mystery-Grenzwissenschaftsfolge auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es mal etwas um Verschwörung, Schrägstrich, politische Themen. Und zwar habt ihr echt eventuell mitbekommen, wenn ihr mal so durch die Fernsehnachrichten gesappt seid oder im Internet ein wenig herumgesurft seid und euch Nachrichten angeschaut oder gelesen habt. Und zwar geht es mal um die Regierung von Barack Obama und den Tod von Osama Bin Laden in Pakistan am 2. Mai 2011. Er wurde ja mit einem Sondereinsatzkommando der Navy SEALs, die mit Hubschraubern da in seinen Unterschlupf gelandet sind oder hingeflogen sind, wurde er ja erschossen. Es gab große Gegenwehr und irgendwann wurde dann der tote Osama Bin Laden auf einen Flugzeugträger gebracht und dort nach muslimischem Brauch auf See bestattet. Ja, jetzt gibt es da wieder irgendwelche Enthüllungen und zwar von einem Enthüllungsjournalisten. Ich habe ihm mal eine Notiz gemacht und zwar von dem Enthüllungsjournalisten Hersch, erst 78 und der schreibt gerade ein Buch über, naja, den alternativen, wie sagte er, die alternative Jagd nach dem Terrorfürsten Bin Laden und den alternativen Kampf gegen den Terror. Aber was ich mir hier notiert habe, dieser Mann ist kein Unbekannter. Er hat 1969 aufgedeckt, dass es da in My Lai in Vietnam während des Vietnamkrieges im Jahre 1968 ein Massaker gab, der US Army, ein Gemetzel. Und zwar wurden über 500 Frauen und Kinder und Männer einfach ermordet, Zivilisten. Und das hatte er damals aufgedeckt. Es sorgte für einen Riesenskandal und auch eine Wende in der Einstellung der US-Bevölkerung zum Vietnamkrieg. Aber er war auch daran beteiligt, diese Foltervorwürfe, Folterszenen und tatsächlich stattgefundenen Folterungen in dem Gefängnis Abu Ghraib aufzudecken. Das war im Jahr 2004. Ja, und nun ging er in einem Magazin, und zwar in der London Review of Books, mit einem Artikel an die Öffentlichkeit, in dem er schreibt, es war alles ganz anders mit dem Tod und mit der Gefangennahme in Anführungszeichen von Osama Bin Laden. Und zwar wusste die CIA schon lange, wo sich der Terrorpate versteckt hielt. Er stand angeblich sogar seit 2006 unter Hausarrest des pakistanischen Geheimdienstes in diesem Gebäude. Und die Pakistanis wussten schon lange Bescheid. Dann schreibt er, die Saudis wollten nicht, dass er gefangen genommen wird, weil Osama Bin Laden ist ja ein gebürtiger Saudi-Arabier gewesen und die wollten da angeblich nicht, dass irgendwie, naja, sagen wir mal, Verstrickungen Saudi-Arabiens in Sachen Al-Qaida ans Licht kommen und all diese Dinge. Es ist alles sehr schwammig, was er da schreibt. Vor allen Dingen liefert er keine Dokumente und Belege und knallharte Fakten, um seine Aussagen zu beweisen, dass alles ganz anders war. Aber er möchte ja ein Buch darüber schreiben und vielleicht kommen da mehr Belege. Aber er berichtet auch, beziehungsweise die Medien berichten auch aktuell, dass zum Beispiel Bin Laden von den SEALs dermaßen in Stücke geschossen wurde mit ihren Maschinenpistolen, dass die Teile, so gruselig es sich anhört, aber eben die Teile über Afghanistan, über dem Gebirge abgeworfen sein sollen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass das so gewesen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da bei diesem Sondereinsatz der Navy SEALs, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Jetzt am Sonntag hat die berüchtigte Bild, die BAMS, wieder mit welchen Quellen aus Geheimdienstkreisen, aber auch andere Medien, nicht nur das die Boulevardzeitung BAMS, wiederum berichtet, dass zum Beispiel ein Doppelagent vom ein Doppelagent des BND. BND ist ja immer noch in aller Munde, weil Kanzlerin Merkel sich mal endlich äußern soll wegen Spionageaffäre und so. Das wisst ihr alles, ist jetzt nicht so das Thema. Da habe ich andere Videos zu. Aber eben ein Doppelagent des Geheimdienstes von Pakistan und des deutschen Geheimdienstes hat Osama Bin Laden angeblich verraten und so hat der BND dem CIA den Aufenthaltsort verraten und so konnte dann der Zugriff erfolgen der Navy SEALs in
in diesem Gebäude und Osama bin Laden ausgeschaltet werden. Ne? Das wirft natürlich wieder ein schönes, gutes, wie soll man sagen, ein gutes Licht auf unseren Spionagedienst, den Bundesnachrichtendienst. Aber die Enthüllungen, die jetzt da in den USA heiß diskutiert werden, wenn es denn Enthüllungen sind, das wird sich ja noch weiter herausstellen, sind natürlich in den USA wirklich sehr hitzig diskutiert worden und werden noch sehr hitzig diskutiert. Das Weiße Haus sah sich unlängst zu einer Stellungnahme veranlasst, hat natürlich gesagt, das ist alles Quatsch, was da behauptet wird. Es ist alles so geschehen, wie wir es damals 2011 berichtet haben. Das heißt also, dass der Präsident Barack Obama sich auf seine Federn schreiben kann. Ich habe den 15 Jahre gesuchten Terroristen Osama bin Laden gefunden und unschädlich gemacht. Die Regierung von Bush vorher hat es ja nicht geschafft. Passend dazu waren 2006 dann auch die Wahlen. Naja, das war natürlich dann für Obama wirklich ein Highlight und sehr schön. Und er wurde ja auch gewählt oder wiedergewählt. Naja. Das hat natürlich alles einen üblen Beigeschmack. Wir wissen alle, dass die USA macht, was sie will, dass wir verarscht werden von denen. Das ist ein offenes Geheimnis, nur traut sich halt keine Regierung groß, da mal gegen anzugehen. Sehe jetzt den Streit von Merkel in der Großen Koalition in Sachen Spionage der USA und des deutschen Bundesnachrichtendienstes. Aber diese Enthüllung finde ich sehr interessant. Ich habe mir hier nochmal notiert, dass Bin Laden seit 2006 sogar unter Hausarrest des Geheimdienstes von Pakistan gestanden haben soll. So lange soll auch schon bekannt gewesen sein, wo sich der Terrorist, der meistgesuchte Mann der USA, befindet. Da finde ich es zum Beispiel auch wieder fraglich, warum hat der angebliche Doppelagent den Aufenthaltsort von Osama bin Laden den Deutschen verraten und nicht den Amis? Denn es waren, ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube, 25 Millionen US-Dollar Kopfgeld auf die Ergreifung von Bin Laden ausgesetzt. Hätte er sich ja schön einstreichen können. Ja, das ist alles wirklich ein sehr heiß umstrittenes Thema. Vor allen Dingen finde ich auch ganz interessant, habe ich heute noch mit jemandem bei Facebook drüber geschrieben, dass zum Beispiel auch gerne mal in Verschwörungsforen, das ist dann ganz extrem, behauptet wird, Barack Hussein Obama und Osama bin Laden sind eine und dieselbe Person. Ist natürlich für mich ein bisschen absurd, diese Behauptung. Aber solche Sachen gibt es auch. Oder dass Bin Laden natürlich noch lebt. Glaube ich auch nicht mehr, dass er noch lebt. Aber dass dieser Navy SEAL Einsatz da in Pakistan nicht mit rechten Dingen abgelaufen ist oder abgelaufen zu sein scheint, das kann ich mir schon vorstellen. Gerade jetzt auch nach diesen Enthüllungen des Pulitzer-Preisträgers da in der London Review of Books. Wir wollen natürlich mal abwarten, wenn er sein Buch publiziert hat, wenn es denn ein Verlag will, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, ob er da tatsächlich harte Fakten, Dokumente und Namen nennen kann, um seine Behauptungen zu untermauern. Er ist ja eben kein irgendwer, der Enthüllungsjournalist, da er ja in My Lai dieses Massaker an den über 500 Zivilisten aufdeckte. Und da war es damals so, dass dieses Massaker, seine Enthüllungen, damals gar keiner publizieren wollte in den USA. Es kam dann natürlich doch raus. Ob es heute, wie ich gerade erwähnte, so angeschnitten habe, ob es heute so ist, dass sein Buch über die Enthüllung von den Machenschaften der USA in Sachen Kampf gegen den Terror, ob das heute noch so ist, dass keiner das drucken will, glaube ich natürlich nicht. Ich denke, die Verlage in den USA werden sich um seine Enthüllung reißen. Aber ich denke mal, auch wenn da wirklich keine knallharten Fakten geliefert wurden bis jetzt, ist das doch wieder ein Hinweis darauf, dass die USA die ganze Welt einfach verarscht. Ob da jetzt was dran ist oder nicht, kann ich natürlich hier von meinem Standpunkt aus nicht sagen. Aber es ist doch sehr, sehr seltsam, dass die USA ständig irgendetwas im Geheimen, geheime Operation durchführt, dann an die Öffentlichkeit geht und sagt, es war so und so und nachher stellt sich dann raus, ja, es war vielleicht doch ein bisschen anders. Aber die große Weltpolizei USA ist natürlich unangreifbar, in Anführungszeichen. Die dürfen machen, was sie wollen.
Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das mal als Anlass, ein kleines Video in Sachen Politik-Verschwörung zu machen. Ihr könnt gerne posten, was ihr von diesem Thema haltet, von den neuen Enthüllungen, dass der Bundesnachrichtendienst da irgendwie involviert war oder dass eben ein Doppelagent etwas verraten hat, dass die USA alle veralbert hat mit der Aussage, wie Osama Bin Laden zu Tode gekommen ist. Es heißt auch zum Beispiel, dass er krank war und ein Krüppel, er konnte sich gar nicht mehr wehren, ein Krüppel in Anführungszeichen. Und er wurde einfach ermordet, die Gefangennahme war nie Plan. Tja, und solche Aussagen kursieren. Nicht nur jetzt aktuell, Mitte Mai 2015, sondern die kursierten schon nach der Ermordung und nach der Tötung von Bin Laden. Ja, aber ihr könnt hier gerne posten, entschuldigt mein Versprecher von gerade, ihr könnt mein Video teilen, liken, ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, hier unten drunter immer posten, mich abonnieren könnt ihr, wie ihr es möchtet. Ihr könnt auch gerne natürlich dazu ganz persönlich schreiben, was ihr überhaupt von der Sache USA, Barack Obama vs. Bin Laden haltet, was ihr persönlich davon denkt, von dieser Angelegenheit und über dieses Thema. Damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge, die ich schon vorbereitet habe. 5 Stück habe ich schon vorbereitet übrigens. Tschüss, euer Mystery Lars, der nicht in Pakistan 2011 dabei war.